Da erstmal hier eine Pause. Oder hier. Und könnte es dann auch jederzeit wieder mit Pause entfernen, wieder rausnehmen. Also sind erstmal andere Sachen wichtiger, ne? Ihr seht hier, 12 Mann werden eigentlich für die ganzen Bauvorhaben gebraucht. So viel sind es aber gerade gar nicht. Deswegen. Ja, ich weiß, du hast voll 93%. 93% ist doch noch nicht voll. Wie viel Feuerholz haben wir denn? 218. Oh, kirisches Holz mehr. So, ich glaube, ich werde dann auch bald mal eine Pause machen. Der Storage ja noch fertig ist. Schauen wir mal. Wir haben 2 Fischer. 976 und das 899. Ja, das wird. Wir haben wieder 6 Rinderchen, och, und eine Mini-Kuh. Wie niedlich. Da ist die Baby-Kuh. Ah, kleine Baby-Kuh. Feuerholz? Okay. 132. Also Feuerholz ist low, alles klar. Na, da stellen wir doch mal nochmal in ein. Ihr könnt euer Holz ruhig hier. 85%. Ah, jetzt geht's vorwärts. Kann im Stand leihen. Der Rest hier rein. Wenn das fertig ist, kann man nämlich dann erstmal gucken. Dass wir hier die Pausierung wieder reinnehmen. Rausnehmen. Zap. Pause raus. Pause raus. Und schon geht's weiter. Mein Feld ist auch fertig. Noch mal Kartoffeln. So lange, bis wir dann auf dem Trading Post, den wir ja hier bauen, bis wir da dann andere Sachen bestellen können. Was ist denn hier los? Der Taylor, der hat wohl kein Leder mehr. Oder wie sieht's aus? Ist kein Leder mehr da? Nee, ist kein Leder mehr da. Na, okay. Da muss er halt erstmal warten, so. So weiter kann. 42. Gucken wir mal, was er produziert hat. 110. Na, oh, das sieht doch gut aus. Hidecodes. 107. Oh, ihr seht hier. Es ist geschwunden. Über den Winter. Hier ist nichts drin. Und hier sind. Also nicht mehr so wirklich viel. Es wären halt auch mehr Leute, ne? Das ist alles soweit fertig. Wir brauchen noch Stein. Oh ja, mit Stein sieht es gerade ein bisschen schlecht aus. Dann müssen wir doch hier die ganzen Reserven hier noch abbauen. So. Da sieht es doch schon mal ganz günstig aus hier. Ah. Der kann weitermachen. Okay. Wir haben Frühling. Ja, dann würde ich sagen, an dem Punkt beenden wir das Ganze erstmal. Und wenn es euch gefällt, dann mache ich gerne weiter. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Banished. Wir machen an dem Punkt weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Oder in der letzten Aufnahme. Jetzt muss ich erstmal schauen. Wir sind im Frühling. Haben wir ein bisschen wenig Feuerholz. Wie weit sind sie hier beim Bauen? Genau, das hat man angefangen. Ein Trading Post. Damit kriegen wir dann
hoffentlich was anderes außer Kartoffeln, weil wenn die nämlich die ganze Zeit nur Kartoffeln essen, sind sie, glaube ich, nicht ganz so glücklich. Drei Felder haben wir mittlerweile. Und genau. Hier haben wir den Woodcutter. Wie viel Feuerholz haben wir denn? 30. Hm. Vielleicht sollten wir hier den Woodcutter doch noch einstellen oder noch einen Forester. Wir stellen mal noch zwei Forester ein. Und schauen mal. Oh, hier der Herbalist. Das sieht es nicht hübsch aus. Hier oben trocknet der Kräuter. Hier baut er welche an. Ja, ist fleißig am Sammeln. Wir haben am Borast Frühling. Und der Forester, der kann man auch einstellen, aber nur Bäume fällen soll oder auch wieder neue pflanzen soll. Also der hält es hier im ausgewogenen Verhältnis. In der Regel. Oh, der Taylor hat nichts zu tun. Haben wir gar keinen. Wenigen. Haben wir gar kein Leder mehr. 88 Klamüttchen. Na, theoretisch könnte man den erstmal pausieren lassen, aber ich habe festgestellt, dass es immer günstiger ist, den wirklich durchweg arbeiten zu lassen, weil irgendwann kommt man nämlich sonst in Schwulitäten. Wie viel Werkzeug? 63. Okay, weil irgendwann ist es soweit, dass es dann ziemlich knapp wird. 362 Fisch, im letzten Jahr 1079. Na, das ist doch schon mal sehr schön. Und die? 324. Es sind auch 4 angestellt. Okay. Hier sind auch 4 angestellt. Ja. Okay, wir haben... Oh ja, ich glaube, als nächstes ist vielleicht mal eine Schule fällig. Damit wir hier clevere Kids... clevere Kids haben. Ah ja, da lassen wir halt das derweile so. Jetzt werden wir uns erstmal mit einer Schule befassen. Hier haben wir einen Brunnen. Das ist bloß, wenn ein Feuer ausbricht. Das ist das Schulhaus. Das stellen wir doch direkt mal hier daneben. Ja. Damit sind die dann nämlich ausgebildet. Und können... arbeiten schneller. Und sind damit auch... effektiver, letzten Endes. So, wir haben Sommer, gucken wir mal. 75%. 74, also ich würde sagen, die beiden ernten wir mal schon. Der ist bei 60, hier warten wir mal. Im 5. Jahr sind wir übrigens. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir mal hier dieses Jahr ernten. 102, 296, aber am letzten. Das kommt immer auch auf die Temperaturen an. Hier haben wir die Temperaturanzeige. Spätsommer. Müssen wir jetzt auch mal anfangen mit Ernten, sonst kommt es nämlich nicht mehr hin. Fast so viel wie im letzten Jahr. Okay. Das ist ja schon mal... okay, das haben wir neu gemacht. Und hier. 253, das war eigentlich unser Spitzenfeld. Mal schauen, wie viel hier noch wächst. Spätsommer. 110 haben wir bis jetzt. Ah, hier haben wir noch jemanden, der arbeitet. Ah, ich glaube 253 werden wir aber nicht ganz schaffen. 175. Es ist wie im wahren Leben, es ist nicht immer der gleiche Ertrag. Es ist wirklich hier sehr wetterabhängig. 175, 193, na gut, wir hatten Glück und schaffen überhaupt 200, 211, okay. So, wie sieht's aus? Feuerholz, okay, der produziert schon. So, der müsste uns dann eigentlich irgendwann mal warme Klamotten machen. Ist eine Kuh gestorben? Haben wir bloß noch 5 oder hat er eine geschlachtet? 1, 2, 3, 4, 5. Es waren doch vor uns gerade 6 Kühe. Warum sind denn jetzt bloß noch 5? Oh nein! Die armen Kühe.
So, dann würde ich sagen, bauen wir mal nach hier unten noch ein bisschen was ab. Mal hier den. An den Kabinen. 480. Sind aber auch 4. Okay, wir haben 191 Kräuter. Ein paar Steinchen könnten wir noch gebrauchen. Ah, die Fellen hier runter erstmal. Hier, Stein fehlt noch. So, jetzt wird schon Winter. Oh, ihr seht hier, unser Trading Post wächst langsam. Was haben wir denn so niedrig? Firewood. Scheiße. Da müssen wir hier doch noch einen Woodcutter einstellen. Na, komm her. Für den ist bestimmt wieder... Ach nee, Leder. Dann machen wir hier erstmal eine Päuschen. 89 Klamötchen haben wir. Naja, da lassen wir das erstmal. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir dann im Trading Post beim nächsten Mal auch noch ein paar andere Tierchen mit. So, wenn hier aber ein Schiff fährt, bin ich gespannt, wie das hier unten durchkommt. Unter unserer Brücke. Naja. Vielleicht bauen wir hier doch noch einen Fischer. Wie viele Fische haben wir denn? Und die hier haben wir auch. 144 und hier haben wir 3195. Okay, ich glaube, das ist erstmal okay, wobei das im Winter relativ fix aufgebraucht ist. 98%. Hallo, ihr braucht euren Fisch nicht draußen hinzustellen. Wir haben hier hinten noch eine andere Storage Barn. Baumeister brauchen wir mehr. So. Hier haben wir Lok. Ah, die Häuserchen werden auch gebaut. Okay. Oh, ich glaube, wir müssen dann vielleicht bald mal einen Steinbruch oder sowas bauen. Gucken wir mal, wo das günstig wäre. Ich hätte fast gesagt, hier dahinter. Na, dann schauen wir mal. Genau. Eine Mine. Hier schon wieder nimmer. So, ein Scheiße. Machen wir halt erstmal einen Steinbruch. Steinbruch ist übrigens was, was einmal gebaut, nicht mehr weggebaut werden kann. Dann müssen wir gucken, ob wir unsere Mine hier drüben hinkriegen. Mit dem Arsch im Berg. Oh nein. Oh, ey, wegen zwei... Ätze. Hat's doch geklappt. So, da werden wir mal hier rundherum noch alles wegmachen. Und dann denke ich mal, werden wir hier bestimmt irgendwie einen Tunnel durchbauen müssen. Man kann nämlich auch Tunnel bauen. Hops. Hier. Genau, das ist ein Tunnel. Damit wir hier durch den Berg schneller dahin kommen. Oh, der Trading Post ist fertig. Trader hier. Dann stellen wir erstmal einen ein und dann gucken wir mal, was haben wir denn zur Verfügung. Kräuter. Mit Kräuterchen können wir handeln. 160, das ist ganz gut. Was haben wir noch? Ich denke, mit Werkzeug können wir vielleicht noch handeln. 80 mit Klamotten. 40. Der macht noch mehr. Mit Essen würde ich jetzt ungern handeln. Mit